So, wir haben jetzt gleich 6:30 Uhr und fahren jetzt los. Ich zeig mal kurz unser gepacktes Auto. Wir haben wirklich so viel Zeug dabei. So, wir haben halt hier den ganzen Kofferraum voll. Ich habe hier unten drin noch eine Decke. Ja, Kuchen. Erstmal ein Snack. Dann haben wir hier, haben wir hier Essen, Trinken. Da ist mein Koffer. Also wirklich, hier ist alles voll, also die komplette Rückbank. Ich mache jetzt noch mal kurz das Hoftor auf. Ganz nebenbei hatte mein Papa hier ist mal so ein Nature One Sticker hingeklebt, so witzig. Und ja, dann fahren wir auch schon los. Wir sind da. Wir sind nur noch am Stehen. Das heißt. So, wir stehen jetzt hier in der Hoffnung auf F1 oder F2 zu kommen. Und ich glaube, die Chancen stehen sehr gut. Ohne Witz. So, das ist der Grund, warum wir auf der Nature sind. Okay. Wir waren gerade pinkeln, ganz da hinten. Wir sind voll weit zum Klo gelaufen. Okay. Und da hinten steht mein Auto. So, wir sind jetzt hier vor allen anderen auf der Püttner und holen jetzt unsere Bändchen ab. So, wir haben jetzt unsere Bändchen bekommen. Da ist so ein QR-Code drauf, den zeige ich jetzt einfach mal nicht. Barcode. So, auf der Nature gibt es erstmal ein Avocado-Brot. Ja! Ich stehe gerade so auf und das hier ist einfach mein Arschabdruck vom Schwitzen. Was ist das bitte? Das denke ich gerade, ich habe Sonnenbrand, aber mir ist einfach nur heiß. Schlimm. So, hier haben wir das Opening-Gelände. Hier sind so super viele Stände. Der guckt sich gerade irgendwelche Sachen an. Lass mal ganz schön mal die Duschen. Gar nicht. Mal gucken, was hier ist.
Also er preist mir dafür bekannt, dass aus jeder Ecke ein anderer Account kommt. Das ist einfach nur krass.
wir haben sehr viel gesehen und sind auch sehr viel gelaufen. Also wir sind erstmal alles abgelaufen, haben uns alles angeschaut. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt schlafen gleich, muss ich jetzt noch abschminken und alles. Und dann melde ich mich morgen wieder. So, guten Morgen, liebe Nature. Heute ist wieder fucking warm. Ach du Scheiße, es sind locker wieder 25 Grad, 26 Grad. Gestern waren es vielleicht so 18 Grad. Also heute haut wieder richtig rein. Mein Freund legt 14 Uhr jetzt gleich wieder auf, weil er eskaliert fällt. Hier gehen wir dann wieder hoch. Und ich freue mich auf den letzten Tag. Es ging schon echt schnell rum. Aber wir genießen auf jeden Fall den letzten Tag.
schauen jetzt nochmal bei Century Circus und Homebase vorbei. Da hinten ist die MOH Stage. Zeig mal deine coole MOH-Tasche. Ist die nicht cool? Er hat sich noch was für Merchandise geholt. Und wir schauen jetzt mal hier vorbei. Da war es nämlich die ganze Zeit ein bisschen zu voll. Und ohne Witz, ich finde diese Projektion auf den Zelten einfach so unfassbar geil. Also wirklich, das ist so schön. So, hier sehen wir nochmal ein bisschen Nature-Gelände. Wir laufen jetzt zur... Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das müsste die Homebase sein. Ich kann es aber nicht genau sagen. Es ist wirklich richtig schön. Ich habe es so vermisst. Also ich kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass wir wieder auf der Nature sind. Wir haben nichts zu verheimlichen. Aber ich habe halt keine Lust, so da jetzt noch kontrolliert zu werden. Aber ich glaube eh. Und die
Leute lassen einfach überall ihre Sachen liegen. Wir haben jetzt schon so 5 Minuten Terrine und so aufgesammelt. Weil ja, man kann die ja noch benutzen. Wäre schade drum. Also immer schön alles mitnehmen, was noch gut ist. Sonst wird es weggeschmissen.